Und Stevie, freust du dich schon auf die zweite Sendung? Sag mal, so hat unser Chef das abgenommen? Stefan. Die nächsten beiden Sendungen bist du dran. So. Ja, ich glaube nicht. Herzlich willkommen zum zweiten Songcheck. Schön, dass ihr nach diesem Spektakel noch dran geblieben seid und jetzt mit uns auf die zweite Hälfte des ersten Semis guckt. Und? Ja, wir schauen uns 9 Songs an aus dem zweiten aus dem ersten Semi, der zweiten Hälfte. Und Frankreich und Spanien, die beiden, ja, die sowieso schon fürs Finale qualifiziert sind. Und das machen wir gemeinsam mit euch. Und wie immer stimmen wir über die ganzen Songs ab. Genau. Alina gibt Punkte, ich gebe Punkte, ja. Ihr gebt Punkte. Alinas Punkte zählen 25%. Meine Punkte sind 25%, eure 50% und am Ende küren wir einen Gewinner des heutigen Songchecks. Richtig, und wir brauchen nochmal eure Hilfe. Natürlich wollen wir auch mit euch diskutieren, wie in jeder Sendung. Mit dem Hashtag Songcheck könnt ihr eure Meinungen, eure Kommentare uns schicken. Einfach bei Twitter, bei Facebook, auf unserer Seite, auf eurovision.de, wo ihr gerade unterwegs seid. Es interessiert uns sehr, weil dann können wir hier in der Sendung darüber reden. Genau. Und wie immer machen wir das nicht alleine, sondern wir haben, ihr kennt sie schon, unsere tollen Experten und Expertinnen am Start. Und wir beginnen mit einer Entertainment-Legende, die eine so positive Ausstrahlung hat. Isabel Varell. Dann haben wir einen Mann dabei. Wenn es YouTube nicht gegeben hätte, dann hätte er es erfunden und den ESC gleich mit. Achtet auf seine Meinung. Es ist Fresh Torger. Er feiert heute sich selbst, denn unser Chefkommentator hat nicht nur Geburtstag, sondern ist auch beim Songcheck dabei. Herzlichen Glückwunsch, Peter Urban. Herzlichen Glückwunsch. Und sie ist Darude, Joust und Gourmet in einer Person und in weiblich und in cool. DJ und Moderatorin Larissa Ries ist bei uns. Sein ESC-Update ist eine der besten Radiosendungs/Podcasts zum ESC in Deutschland. Thomas Mohr. Und diese beiden spielen in der U25-Mannschaft der ESC-Kenner, unsere Allstars, Broder Brese und Marcel Stober. Er hat mehr Bücher zum ESC geschrieben, als es Apostel gibt. Jan Feddersen. Oh, wie religiös. Dann haben wir einen Mann, der mehr Sprachen spricht, als es Trickkleider gibt beim ESC. Und er hat über den ESC als erster Mensch auf der ganzen weiten Welt promoviert, Dr. Irving Wolter. Sie ist Schauspielerin für den Film und Schauspielerin im Theater. Und sie hat gerade erst einen Comedy-Preis gewonnen, Katrin Ingendoh. Herzlichen Glückwunsch. Ihr konntet euch in diesem Jahr ja bei uns bewerben als Fanexperte und ihr durftet selber abstimmen über die Einsendung, die wir hatten. Und in diesem Jahr vertritt euch Paul Klur. Sie sind schön, sie sind scharfzügig, sie sind streng. Die Olivia Jones Family mit Funny Fantastic, mit Vanity Trash und mit Barbie und Lee. Und dieser Mann, der tut nur so süß, denn wenn ihr einmal nicht hinseht, dann hat er schon die Pyros in der Hand. Er ist Moderator und ESC-Ultra Konzi. Escalation. Was wäre die Welt und was wäre unser Songcheck ohne William und Darren von den Vivi-Blogs? Vielen Dank, dass ihr alle am Start seid. So, und jetzt noch mal zu den Formalien dieser heutigen Sendung. Es gibt natürlich nicht nur eine Abstimmung über die Lieder, die wir euch vorstellen, sondern auch Bestrafungen, und zwar unsere Herzchen-Challenge. In der ersten Sendung, machst du jetzt schon Werbung für dich, Stefan? Ich muss ja. In der ersten Sendung hat Stefan die Herzchen-Challenge leider verloren. Wir werden am Ende der Sendung auflösen, ob er seine Bestrafung auch wirklich so den Regeln entsprechend ausgeführt hat. Aber wählt mich. Genau, bitte. Es wird ja schon wieder weiter gewählt. Ihr könnt jetzt abstimmen und ich habe gesehen, Stefan, du liegst schon wieder ganz weit vorne. Ja, deswegen wählt mich. Nein, ich musste wirklich leiden, was ich gestern Abend gemacht habe, das seht ihr am Ende der Sendung. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit dem ersten Song. Genau, vielleicht habt ihr es euch ja gerade gemütlich gemacht auf der Couch, überlasst die Welt einfach mal den anderen. Ja, dann kommt der Wake-up-Call aus Belgien von Elio, denn er möchte, dass ihr euch einsetzt, dass ihr etwas bewegt in der Welt. Vielleicht auf Plastik verzichtet oder euch für Umweltschutz einsetzt oder einfach nur nett zu euren Eltern seid. Vielleicht reicht das Elio aber auch, wenn ihr für ihn anruft, denn er fährt mit diesem Song nach Tel Aviv. Für Belgien, Elio mit Wake-up. Someone has to love.
das klingt irgendwie wie Stranger Things für mich, so das Intro. Und dann hat man auch das Gefühl, nach dem Intro müsste eigentlich noch was kommen, aber kommt dann aber das war's nicht. Ja. Ich finde, es ist so ein bisschen, wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke, wie das kleine Schwarze. Das ist irgendwie eine sichere Wahl, aber es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ja? Aber es ist jetzt auch nicht wirklich aufregend. Ist es weltentrückt oder ist es einfach nur langweilig? Was meinen unsere Experten? Oh, this is really good. No need to. Belgien ist wieder auf der ESC-Landkarte erschienen seit 2015. Seit einigen Jahren haben die ganz coole junge Künstler immer am Start mit wirklich zeitgemäßer Popmusik. Also wirklich eine Bereicherung für den Eurovision Song Contest. This song is all about changing the world. He wants young people to ask themselves tough questions. How to save the world? How do we tackle climate change? Den Song hat auch der geschrieben, der auch City Lights geschrieben hat, oder? Ganz genau, und deswegen klingt der Song auch so ein bisschen so wie City Lights. There's something artistic about being devoid of life, and I'm not being shady. Like, Blanche was wonderful, but she looked, you know, very bloodless. All alone, flame of doubt. You know what, Top 5? It's not a bad way to do it. Belgien macht es sich, finde ich, sehr einfach. Sie nehmen immer gerne irgendwelche Castingshow-Kandidaten, die nicht so wirklich weit kamen, und verpassen ihnen dann einen sehr coolen, aber auch einen sehr düsteren Song. Zu düster und zu dunkel, zu schwer. Wirkt ein bisschen wie Filmmusik. Schön. Schön ist auch eigentlich nicht gut beim ESC. Entweder es muss richtig schlecht sein oder es muss richtig Gänsehaut sein. So ganz schön vergisst man auch schnell mal. Also das ist ja so die Sorte Song, die kannst du in deinem VW Polo anmachen, wenn du vom Vapiano in die Filmvorstellung eines Matthias Schweighöfer Films fährst. Das ist so durch und durch basic. Es ist nicht wirklich außergewöhnlich, es ist wie ein normales Poplied, so mit softem Auftakt. Da ist diese Drums immer und das ändert sich bis zum letzten Refrain nicht mehr. Wenn man so ein bisschen aufwacht, wake up. Ja, aber ich bin ja wach. Ich hoffe mal, das ist jetzt noch nicht der Refrain, weil dann wäre echt schlecht. Und man hört so die ersten Sekunden, ich so, boah, tolles Lied, Belgien ist wieder voll auf Linie und ja. Nein, das war der Refrain? Das war der Refrain? Oh nein. Das ist ja furchtbar. Das ist ja wie, also wenn du dich auf guten Sex freust und dann ist das, egal, schlechtes Beispiel. Passiert leider nichts mehr, weil das, was man als Bridge definieren würde, ist der Refrain und danach kommt nichts. Klingt cool, hat eine coole Atmosphäre, aber ich glaube, um da richtig was rauszuholen, müsste man da irgendwie mit der Bühnenschau noch mehr nachhelfen. Denke mal, es wird sowas in Richtung Top 15 werden. Höher wird schwierig. Ich würde sagen, auch dieses Jahr hat Belgien große Schwierigkeiten, es überhaupt ins Finale zu schaffen. Das ist sozusagen flämisch-wallonisches Einerlei. So stelle ich mir eine Ehe vor, ne? Am Anfang noch ganz nett und irgendwann verliert sich's in Wiederholungen. Oha, seht ihr das auch so? Schreibt uns das, wir reden gleich mit euch drüber. Aber ich glaube, man kann schon mal sagen, das Staging wird sich ändern. Es wird nicht so düster sein wie im Video, hat Elio verraten, sondern es wird heller. Es soll ein bisschen hoffnungsvoller sein, das ist ja auch seine Botschaft. Allerdings, sehr klug. Ja, das ist eine gute Entscheidung, oder? Dass man es nicht so düster macht. Das letzte Mal, Belgien hat ja Senek letztes Jahr geschickt und die hatte auch so eine kleine Lichtreflexion auf dem Gesicht zu Beginn ihres Auftritts. Und trotzdem wirkte der Auftritt irgendwie sehr konfus und hat gar nicht so gut funktioniert. Nee. Deshalb lieber ein bisschen mehr Größe. Ich finde das immer so lustig, was wir alles so versuchen, in Lyrics rein zu interpretieren. Eben haben wir auch unsere Experten so ein bisschen gesagt, ja, es geht darum, er will die Welt verändern. Also klar, das ist ja sein Ansatz, die Welt ist eingeschlafen und er will sie wieder aufwecken. Aber so richtig, wenn man sich den Text anguckt, ist da jetzt nicht so, es bleibt relativ allgemein. Also es werden keine Punkte angesprochen. Er wurde in einem Interview auch gefragt, bist du sozusagen auch auf diesen Fridays for Future Zug jetzt aufgesprungen? Hat das was mit Klimaaktivismus zu tun? Da sagt er, nee, wir haben das viel früher geschrieben, das Lied, das soll einfach so generell ein generalistischer Ansatz sein, einfach was Gutes für die Welt zu machen. Und ich glaube, das ist das Problem des Songs, dass es ein bisschen zu allgemein bleibt. Ja, das ist das Problem. Man soll ja immer große Themen muss man in kleinen Geschichten erzählen, die Journalistenweisheit. Und davon abgesehen ist das einfach zu langweilig auch. Ja. Ne? Why didn't you wake me up, könnte man den Song eher nennen. Mal gucken, was ihr dazu sagt. The Douze Point schreibt, Belgien ist mit einem jungen Künstler und einem Dark Pop, Belgien wieder mit einem jungen Künstler und einem Dark-Pop-Song. Refrain ist sehr enttäuschend. City Lights von Blanche war mit Abstand besser. Außerdem habe ich den Eindruck, dass Elio selbst nicht an die Botschaft seines Songs glaubt, wird aber leider ein Qualifier sein. Ja. Revenge also for Valentina. Belgien. Ja, sie tritt bestimmt noch mal an. Ich glaube, der Zug ist noch nicht abgefahren. Schreibt, Belgien hätte so viel Potenzial gehabt, aber dann kommt dieser Refrain und macht alles kaputt. Die ganze aufgebaute Spannung fällt einfach in sich zusammen und macht den Song so nichtssagend. Mhm.
Upi schreibt uns, die Strophen sind super und gehen ins Ohr. Der Refrain ist so schwach. Live ist es leider auch nicht so stark. Schade. 7 Punkte gibst du. Das ist so ein bisschen auch meine Sorge, die ich bei ihm habe. Ich habe ein Interview mit ihm gesehen und da war er sehr schüchtern. Und er ist ja auch sehr konzentriert, wenn man ihn sieht, so beim Singen. Also es gab auch so einen Live-Auftritt, wo er auch so ein bisschen ja, in seiner Box gefühlt, wie in diesem Video, einfach in seiner eigenen kleinen Box bleibt. Da hätte ich ein bisschen Sorge, weißt du, dass das nicht so rüberkommt. Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht, was wir damit machen können. Was ist los mit Belgien? Es ist ja wieder der wallonische Sender und der hat also es wechselt ja immer zwischen dem wallonischen und dem flämischen Sender. Vor 4 Jahren haben sie Loïc Noté geschickt, vor 2 Jahren haben sie Blanche geschickt. Und natürlich ist es diese Formel. Man sucht sich jemanden, der relativ unbekannt ist und verpasst ihm irgendwie einen düsteren Song. Aber die letzten beiden Jahre waren es einfach richtig gute Songs. Ich finde das sehr enttäuschend. Also ich glaube einfach, dass Belgien dieses Jahr beim ESC, weil es auch so viele andere starke Kandidaten gibt, keine Rolle spielt. Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube sogar, dass er ins Finale kommt und ich glaube sogar irgendwie im Mittelfeld seinen Platz finden könnte. Aber wir können ja mal gucken, was das in Punkten bedeutet von Stefan und von euch für Elio und für Belgien. Da bin ich nämlich mal gespannt. Ich glaube nämlich, dass es so schlimm gar nicht ist. Siehst du? 5 Punkte von Stefan, 7 Punkte von mir und ihr gebt im Schnitt 7,3 Punkte für Belgien. Wie immer gibt es bei diesem ESC auch ein paar Songs, zu denen die Armeen des Altertums in den Krieg ziehen können. Jetzt kommt so einer. Oto Nemsatsa aus Georgien präsentiert uns mit Keep On Going, ein martialisches Werk. Wir wissen nicht genau, worüber er singt, aber die Energie, die können wir fühlen. Oto Nemsatsa mit Keep On Going. Also abgesehen davon, dass er mir wirklich Angst macht, frage ich mich immer, war es da ein bisschen... Er ist der Mann von Elina Nechayeva. Das war mir auch Angst vor. Aber ich frage mich jedes Mal, war es da irgendwie ein bisschen frisch im Studio? Oder wieso trägt er den Mantel? Oder hat er da irgendwie so noch so ein paar... Kann man da was kaufen? Hat er da einen Bauchladen? Also so dieser riesige Mantel. Er muss gleich raus in den dazu. Kaukasus. Er muss kämpfen. Das ist ein sehr kämpferisches Lied. Ja, was hat er unter diesem Mantel? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Klavier von Melovin? Süßigkeiten hoffentlich. Ja, Bonbons. Viele Bonbons. Ja, also... Ehrlich gesagt, es dauert einfach mir zu lange, bis es richtig losgeht. Am Ende ist da wirklich diese Energie, von der du gesprochen hast, das sehen wir auch gleich nochmal. Aber bis wir dazu kommen, macht er mir erstmal ganz, ganz viel Angst. Und dann ist ja da noch dieser herrliche Verhörer, den Stefan und ich gehört haben. Ihr ja vielleicht auch. Ich habe mir mal die Lyrics angeguckt. Da gab es keine Übersetzung für war er da, was er immer wieder singt. Und wir hören... War er da? War er in Tel Aviv? Habt ihr das auch schon mal gehört? Ja, er wird es nach Tel Aviv schaffen. Ob er es ins Finale damit schafft? Gute Frage. Was sagen die Experten? Erstmal die Experten. Ja. Huch. Ratata, rapata. Abracadabra. Das hat so ein bisschen leichtes, finde ich, Herr der Ringe-Feeling. Eine ungewöhnliche Nummer. Braucht ein bisschen, das ganze Lied braucht ein bisschen, um auf entsprechende 3 Minuten richtige Betriebstemperatur zu kommen. Schon episch, aber ich glaube, dass das die meisten Leute eher abschrecken wird. Ich finde den Typen irgendwie ein bisschen spooky. Also er macht mir ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm, wenn er so losschreit. Ich möchte nicht, dass mich jemand in Georgisch so anschreit. Oh, ich schon. Also ist grundsätzlich gut, wenn Menschen in ihrer Landessprache singen, aber das ist nur ein bisschen sehr martialisch, finde ich. Also hat so eine sehr so was Aggressives irgendwie. Ich versuche es mal über die Emotionen zu deuten, was er da uns sagen möchte. Okay, der meint's ernst. Oh, er ist aber nicht glücklich.
Unter allen Teilnehmern ist er das Ribeye Steak, während alles andere vielleicht nur Hähnchen vorm Fleisch ist. Also mal richtig so ein Typ mit Bart und tiefer Stimme und Ehering. Also ich finde, es hat sowas Rustikales, ne? Also so ein harter Typ, bärtig mit Dreck beschmiert. Ich finde den geil, weil der fühlt's. Aber ich bin ein bisschen neidisch auf seinen Dutt. Man schafft nie, dass ein Dutt gut aussieht. Und dann schafft man es und man ist alleine zu Hause und niemand sieht ihn. Und man denkt so, verdammt, ich krieg's nie wieder so gut hin. Bei mir kam jetzt nichts rüber, einfach weil ich den Text nicht verstanden habe und weil mir auch die Show nichts gesagt hat. Ich glaube, er singt da von diesen Teilen in Georgien, die von Russland annektiert sind oder sowas. Keine schöne Sache und kein schöner Song dazu. Schöner Song und schöner Dutt. Das ist ja furchtbar. Also ich kann dazu nur sagen, Otto, Georgia on my mind. Wenn es gut umgesetzt ist nachher auf der Bühne, das darf man ja auch nicht vergessen. Hallo, es ist alles Show. Ja, Show. Ja, aber ganz ehrlich, er sieht auch ein bisschen so aus wie jemand, der auf so einem Mittelaltermarkt singen könnte, oder? Ich finde, also so dieser ganze Habitus, ich frage mich, was bedeutet Varada? Also Varada. Wisst ihr das? Dann schreibt das uns bitte, damit wir es endlich aufklären können. Ja, wir wollen es aufklären. Ja, seine Geschichte ist ganz interessant. Er hat ja ungefähr jede Talkshow, ja, jede Castingshow gewonnen, die es in Georgien gibt. Und manche auch zweimal, glaube ich. Mhm, ja. Ja, und er ist ja auch schon mal angetreten, 2017 mit der Gruppe Limbo. Und hat den sensationellen 10. Platz im georgischen Vorentscheid gemacht. Da hat er noch auf Englisch gesungen und es ging irgendwie um Gott und Selbstmord. Und oh Gott. Ja. Da sind wir jetzt, finde ich, haben wir uns gut entwickelt. Kampfgesänge schon mal eine Spur weiter. Ja, finde ich auch. Hat sich gut. Und deshalb gönnen wir ihm auch den Erfolg. Er hat hart an sich gearbeitet. Okay, also bevor wir jetzt uns zu sehr lustig machen über Otto, wollen wir mal gucken, was ihr dazu schreibt. Ich habe hier gerade gelesen, Joshua Kaunerak schreibt, ich frage mich ehrlich, was Georgien damit beabsichtigt. Geht überhaupt nicht ins Ohr, ist schwer und langweilig und wird definitiv einen der letzten Plätze belegen, im Halbfinale wohlgemerkt. Das ist aber keine gute Prognose. Tim Nau schreibt, eine sehr geniale Stimme, dieses raue und kernige, ich liebe es. Der Song ist leider sehr bescheiden, aber in einer Rocknummer kann ich mir sehr gut vorstellen. Limbo, Rocknummer, 2017, Dodo. 10. Platz. Warte mal, Dodo schreibt, unverständliches Zeug ins Mikro grölen kann jeder, singen eben nicht. Anscheinend legt Georgien keinen Wert mehr auf ein Finaleinzug, schade. Schade. Ja, es ist ja, sie haben ja sogar noch den fünfstimmigen georgischen Choralgesang am Ende, das Weltkulturerbe dieser Nation, was letztes Jahr auch richtig gut funktioniert hat beim ESC, muss man sagen. Ja, ist euch das aufgefallen bei den Backings? Da ist ganz außen ein Sänger der Band Iriaho, die letztes Jahr in Lissabon dabei war. Genau. Welchen Platz haben sie nochmal gemacht, Alina? Ich glaube, die sind nicht ins Finale gekommen. Glaube, aber das werdet ihr sicher gleich korrigieren. Nein, sie haben den letzten Platz gemacht. Im Halbfinale. Im Vorentscheid. Ja, genau. Ja. So, ich glaube leider, viel mehr wird es für Georgien nicht. Was meint ihr? Naja, wir sind ja nicht so positiv, aber ihr habt vielleicht eben in dem kleinen Einspieler eine Dame erkannt, die euch bekannt vorkommen wird, die wir nämlich aus dem letzten deutschen Vorentscheid kennen, Nadja Todeau. Die war da in der Jury und die fand den Auftritt richtig toll, wie ihr seht. Die ist kaum wiederzuerkennen mit dem neuen Haarschnitt. Ja, wer weiß. Also vielleicht fühlt sie irgendwas, was wir noch nicht verstanden haben. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch, fühlen auch andere das. Ne? Es ist ja, sind ja nicht immer nur wir, die hier bewerten können, sondern auch ihr. Und da kommen wir zu den Punkten. Wie viele Punkte gebt ihr, Otto Nemsatze? Wie viele Punkte gibst du? Du gibst 4 Punkte, ich gebe 4 Punkte und ihr gebt Georgien 2,9 Punkte. Dass Musik eine heilsame Wirkung hat, das ist ja schon lange bestätigt. Und viele Künstler nutzen Musik auch als Therapieform. Jetzt lernt er eine Frau kennen, die sich auf der Bühne befreit. Von ihren dunklen Gedanken, von quälenden Dämonen. Sie verliert sich dabei und wird schwerelos. Der einzige Haken an der Sache ist, ihr seid auch dabei. Und die Frage ist, kann sie euch mitnehmen in ihre Schwerelosigkeit? Für Australien, Kate Miller-Heidke mit Zero Gravity. And it feels like home. And it feels like home.
kann dir ganz genau sagen, wie das abgelaufen ist, Stefan. Ja, die haben gesagt, pass mal auf, wir stellen dich auf Stelzen und dann projizieren wir dir so verrückte Sachen auf den Rock. Und dann kam einer und hat gesagt, ey, das hat doch Estland letztes Jahr schon gemacht. Und dann haben sie gesagt, ja, warte, dann stellen wir noch so eine verrückte Frau hinter dich auf so einen schwingenden Stab. Fertig. Ich habe wirklich Angst, dass diese Frau sich an der Krone von Kate aufspießt. Ja. Und dann, ja. Oh, es ist, hast du gesehen, wie knapp das war? Ja. Meine Güte. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es ein toller Song und Inszenierung, mein Gott. So, darum geht es doch auch. Ne? Es muss doch auch was Besonderes sein. So. Also ich finde, es hat richtig viel Positives und ich bin da nicht allein. Das ist schon eine sehr schrille Performance. Spektakulär. Kate Miller-Heidke mit einem großartigen Popera-Stück, das sich mit dem Thema Depressionen beschäftigt. Man kann ja nicht singen, Depressionen, aber es ist irgendwie gut, dass es stattfindet. Und ich finde, das hat sie super großartig in Szene gesetzt. Also das Kleid schon mal sehr hübsch, muss man ja tatsächlich sagen. Ihr eigener Schatten fliegt da um sie rum. Der Künstler will uns sagen, dass in uns zwei Persönlichkeiten stecken. Behind her was the demon of her past, okay? The oncoming depression. Aber was es cooler macht als Popera sonst ist, ist, dass der Song auch was für Leute ist, die das nicht so mögen, weil das mehr so in eine Richtung geht. Kate Bush, Regina Spektor oder sowas, was so ein bisschen alternativer ist. Das bewundere ich ja sehr. Wie heißt der nochmal? Das ist so ein russischer Sänger, der hat auch so einen Song gemacht, der war auch so. Der muss zum ESC. Warum nicht? Also mein Segen hat sie. Großartig. Vom Thema her toll. Ob das musikalisch da eine Chance hat, weiß ich nicht, aber toll. Und vom Gesang her finde ich es geil. Also gut. Ich rechne dem hohe Chancen ein. Australien on top. Zero Gravity. Es gibt nur zwei Dinge, die man aus dem Weltall sehen kann. Die Pyramiden und Kates Kleid. Ich mache mir aber Sorgen in Tel Aviv, wenn wir die ganze Zeit nur Schatten haben am Strand. Ja, das wäre wirklich ein großes Problem. Ach, ich bin so hin und her gerissen. Ja, bei dem Song erstmal habe ich gehört Oper. Und da war ich natürlich sofort, habe schon so ein bisschen Angst und Migräneanflüge bekommen. Und dann habe ich es gesehen und dachte, sie ist so toll und es macht Spaß. Und ich merke, wie viel Spaß sie hat. Und ich bin eigentlich immer an einem Tag, sage ich, finde es doof. Und am nächsten sage ich, finde es eigentlich doch ganz gut. Aber dass ich finde es doof überwiegt so ein bisschen. Also was heißt doof? Es ist mir so ein bisschen zu viel Kunst. Am Ende, zu viel Kunst. Ja, am Ende passiert dann halt doch nicht so, also das Lied bricht dann nicht mehr so aus, sondern es passieren andere Dinge. Dann kommt dann dieser Beat rein, dieser Techno-Beat. Aber irgendwie holt es mich dann nicht, es fängt mich halt nicht mehr ein. Also es geht irgendwie toll los und interessant. Und dann kommt für mich nicht so dieser Hook, den ich brauche. Und es hat nichts mit dem Operngesang zu tun, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Ich weiß aber auch, dass es auch anderen Menschen so geht, dass sie damit nicht ganz so viel anfangen können. Die einen mögen es trashig finden. Also der Auftritt ist ja wirklich mega trash. Trash mit großem Textil. Hat man aber auch schon oft gesehen beim ESC, dieses Kleid, oder? Aber ich warte die ganze Zeit, dass da noch irgendwas passiert. Sie runtergefahren wird, darunter irgendwie das Kleid weggeht, tausende von Tänzer rauskommen oder... Vielleicht ist es so ein bisschen der Gedanke, was man aus Fondue-Stäben alles machen kann. Sie sieht ein bisschen aus wie bei Frozen, wie Elsa. Ich kann... Huch, was... was sind... Dieses wackelnde Stockbrot im Hintergrund. Wozu? J.K. Rowling's lawyers will call. That was a Dementor from Harry Potter. Oh yeah, and that narrative. Take that brochure with you into the arena because all I see is a woman screaming. Ist das geil? Leider verdirbt diese trashige Performance komplett die Aussage. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass die Australier sich da was Neues ausdenken. Der Song ist irgendwie auch so zusammengewürfelt, irgendwie so ein bisschen so ein Elektrobeat von vor zwei Jahren. Dann noch dieser Operngesang. Die Opernstimme mag man oder man mag sie nicht. Ich frage mich, warum sowas immer wieder gewählt wird. Die Leute verstehen es einfach nicht, dass es beim ESC nicht ankommt. Australien ist so Papagena für Arme. Australien hat eigentlich so die klassische Entwicklung einer großen ESC-Nation durchgemacht in dieser kurzen Zeit. Zum Anfang schicken sie einen riesengroßen Star. Und sind dann so ein bisschen enttäuscht, der gewinnt ja gar nicht. Dann kommt die zweite Reihe
Und dann kommt die große Identitätskrise, weil man noch schlechter abschneidet. Und in der dritten Phase kommt dann, ja, diese Trash-Phase, die Ironisierung, die Experimente. Und Australien ist gerade so in dieser ESC-Experimentierphase. Also die Dämonen, das sollten Sie sich wirklich nochmal überlegen. Dämonen haben ja auch bei Bibi Thomas so mittelgut. Funktioniert, ja. Also das Staging wird sich ja nochmal verändern. Das haben wir schon gehört. Also sie wird was anderes machen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich noch nicht mal dieses ganz große, aufgebockte Kleid geben. Sie hat gesagt, 100% etwas anderes. Ja, ja. Also das wird echt... Ja, das wohl so ein Kleid. Och, wir können alle unter ihrem Kleid wohnen in Tel Aviv. Das stimmt. Also was man auch mal unbedingt erzählen muss, ist, dass Australien ja den ersten Vorentscheid überhaupt gemacht hatte. Vorher gab es immer nur interne Auswahl. Und jetzt haben die eine tolle Show hingelegt. Sehr kreativ, sehr unterhaltsam und die kamen super an beim Publikum und dann haben sie eben Kate Miller-Heidke auch relativ eindeutig als ihre Vertreterin für Tel Aviv gewählt. Ja, es gab ja sogar richtig große Konkurrenz. Shepard sind auch angetreten im Vorentscheid, aber Kate hat dann gewonnen und ich finde, es macht auch Sinn. Mhm. Es geht viel um Depressionen und dieses Jahr ist eigentlich, gibt Island vor der Depression, es gibt Slowenien während der Depression und Australien nach der Depression. Es passt alles zusammen. Okay, Dare to Depression. Was meint ihr zu Kate? Ich bin sehr gespannt. So, sehr starke Stimme, jedoch ist es schwer, dem Song 3 Minuten zuzuhören, da er doch ein wenig düster ist, schreibt Eurovision-Fan 97. Paul Kepler schreibt, ich glaube, ich bin verliebt in Kate. Ihre Stimme, den Song in seiner Vielfältigkeit und in Australien als ESC-Land. Entgegen der massiven Kritik bin ich ein großer Fan, eine meiner Favoriten dieses Jahr. die Meinungen sind gemischt. ESC Elias schreibt, leider Gottes, der allerschrecklichste Song, der dieses Jahr teilnimmt. Wenn ich 0 Punkte vergeben könnte, würde ich 0 Punkte vergeben. Hier ist eine Meinung, das geht mir ganz genauso. Eurovision-Fan 97 schreibt, am Anfang war ich nicht so überzeugt von dem Song, finde ihn jetzt aber gar nicht so schlecht. Die Vorentscheidungs-Performance erinnerte sehr an Estland im vergangenen Jahr. Also dieses Hin- und Hergerissensein, das kann ich bei diesem Song so gut verstehen. Das ist von jedem Tag anders, von Tag zu Tag. Tümmler schreibt, Australien, der singende Albtraum. Ach. Ja. Ja, aber kontrovers haben wir ja schon häufiger mal erlebt, muss ja nichts Schlechtes sein. Und ich darf daran erinnern, dass klassische Musik oder Anleihen von klassischer Musik beim ESC dann doch immer ihr Publikum finden, nicht wahr? Das stimmt. Du musst mich jetzt gar nicht so angucken, weil ich bin definitiv nicht dieses Publikum. Aber ich bin mir sicher, dass die ins Finale kommen werden. Das ist gar kein... Daran wird es nicht scheitern. Auf jeden Fall sollten sie. Ja, ja, schauen wir uns die Punkte an. Punktemäßig sieht das vielleicht ganz anders aus von eurer Seite. Ich gebe 5 Punkte, Stefan 8. Und ihr gebt im Schnitt 6,0 Punkte für Australien. Wir spielen einen unserer sentimentaleren Songs, hat Matthias von Hatari über Hatrid Munsikra gesagt. 3 liebende Familienväter aus Island präsentieren für den ESC eine gesellschaftskritische BDSM-Oper auf der Bühne. Liebe? Nein. Hoffnung? Nein. Glück? Nein. Aber verdammt, das ist interessant. Aus Island, Hatari mit Hatrid Munsikra. Sieht so ein bisschen so aus, als wären die hier in Hamburg auf Klassenfahrt gewesen und hätten ihr ganzes Taschengeld in der Boutique Bizarre gelassen. Was ist die Boutique Bizarre? Ja, da kriegst du solche Lack- und Lederartikel. Oh. Da gehen wir gleich nach der Sendung hin. Yes. Stefan, es wird dir fantastisch stehen. Ja, mein Gott, es ist Kompensation für Ari Olafsson, anders kann man ja, das nicht verstehen. Da liegen ja Welten. Denk mal an Ari Olafsson vom letzten Jahr und die 3, das ist ja wirklich der Hammer. Ja, vielleicht ist Ari Olafsson auch in unter der Maske?
Da in der Mitte vielleicht. Das wär mal ein Coup. Aber das glaube ich leider nicht. Aber es würde, glaube ich, gut in das Konzept dieser Band passen, sehr satirisch damit umzugehen. Mhm. Sag mal was, was denkst du? Ja, ich bin nicht so ganz mitgenommen. Also ich finde diese helle, klare Stimme irgendwie toll und interessant. Aber wenn dann der abgebrochene Startmix da loslegt, da bin ich irgendwie weg vom Fenster. Ich bin auf diesem Hype noch nicht so drauf. Aber ich habe auch noch ein paar andere Bauchschmerzen, da können wir gleich später nochmal drüber sprechen. Ja, und du bist auch nicht alleine mit dieser Anti-Meinung, ne? Nee, ich weiß nicht, ich bin nicht alleine. Ich glaube, bei unseren Experten ist das relativ positiv angekommen. Ja, es gab ein, zwei, aber es ist kontrovers, aber es stimmt, also ja. Aber ich finde auf jeden Fall, der Song ballert richtig. Und beim Vorentscheid, da war es noch so, war es irgendwie noch ein bisschen unentschlossen. Man hatte noch nicht so das Gefühl, man ist richtig drin. Aber dann jetzt bei Eurovision in Concert in Amsterdam und auch wenn man ihn hört, mal unabhängig von der Botschaft, es ist einfach ein richtig gut gemachter, moderner Song mit einem guten Beat, guten Synthes und also ich persönlich finde das Geschrei auch einfach richtig gut. So, für mich macht es Sinn. Und was ich ganz interessant finde in Island, ist es so, dass es ganz viele kleine Kinder gibt, die das total feiern. Oh, es ist irgendwie wie so ein Roald Dahl, so ein böses Märchen. Gott, diese Bilder in meinem Kopf. Ich bin sehr gespannt, was unsere Experten zu Hard Tari sagen. Island ist richtig heftig dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon sehen darf. Mega geil. Also nicht Hatari, wie wir das sagen würden, sondern Hatari, so sagen die Isländer das. Es ist natürlich Rammstein auf Isländisch. Sieht gut aus, spektakulär. Der singt da mit der tiefen Stimme, der andere mit einer hohen. Ja! Ich bin ganz, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Großartiges Stück elektronischer Industrial-Musik. Also wenn ich dem zuhöre, dann, dann brauche ich einen Tee. Ich glaube, der hat Hunger. Ich glaube, der hat einfach Hunger. Das ist einfach wahnsinnig schlecht gelaunt. Man kann es lieben und man kann es hassen. Ein Zwischendurch gibt es da eigentlich nicht. Und ich bin auf jeden Fall auf der Lieber-Seite. Ich finde den Song mega. Ist mir zu hart. Zu sehr Marilyn Manson. Geil, Mann. Finde ich geil. I love it. When was the last time you heard an anti-capitalist, pop-rock, BDSM-themed group from Iceland? Dressed in leather, no doubt. Never is the point. Never ever. Gruppe selbst ist natürlich umstritten, weil sie ihre Kapitalismuskritik gleichzeitig mit Israel-Kritik vermengen. Da versuchen auch ein bisschen Publicity draus zu schlagen. Ist das ja im Moment politisch sehr modisch in Europa, gerade in der Hipster-Jugend, dass man gegen Israel ist und gegen Netanyahu sowieso. Protest gegen das und gegen dies. Alles Quatsch. Das ist einfach eine mutige Nummer, die eben bei vielen Leuten gut ankommen wird, weil sie eben Rammstein und Ähnliches gut finden. Das ist alles. Wenn du gerade ESC guckst und du bist gerade noch irgendwie am Essen, du guckst hin und denkst, okay, was passiert jetzt? Wandertag im KitKat-Club. Ist das nicht fantastisch? Das ist die Sorte Beitrag, wo alle erstmal irgendwie das Kichern anfangen und dann nach 20 Sekunden ist dann Ruhe am Wohnzimmertisch und alle schauen da ganz gebannt zu. Und das ist wirklich großartig. Überraschenderweise finde ich den Song auch irgendwie gut, was mir irgendwie Sorgen bereitet. Island ist ja immer recht schlechtes Wetter. Vielleicht ist das ja auch so ein Sommerhit in Island. Island hat vor allen Dingen ein Komplettkonzept, ein Gesamtkonzept und nicht nur einen Song und eine Band. Und es ist einer der ganz wenigen Songs dieses Jahr, die es schaffen, finde ich, total eine Stimmung zu erzeugen. Mega Stimmung. Und das finde ich großartig. Boah, mega. Oh, ich liebe sowas. Mega. Die Leute sind cool. Der Typ ist cool. Der ist so selbstbewusst. Der denkt sich so, okay, come on, fuck it. Ich mache mir einen Fukuhila. Schmier mich ein bisschen mit Blut und ab geht die Post. Das schicke ich an den ESC, wird schon, und brüll ein bisschen rum. Geil. Kann Hass den ESC gewinnen? Ich glaube, ja. Ich glaube auch. Also Island ist stark. Finale, bitte. Schon alleine, dass ich Annegret Kramp-Karrenbauer an ihrem Eckes Edelkirschlikör verschluckt, wenn die auf die Bühne kommen. Und das Kunstblut geht immer so schwer raus, ne, Stefan? Da braucht man ewig, bis das wieder weg ist. Ja, ich muss allerdings sagen, ich bin so ein bisschen bei Irving und bei Jan, bei den Statements, die wir eben gehört haben, und habe da politisch auch ein paar Bauchschmerzen gehabt. Man muss vielleicht mal den Weg bis nach Tel Aviv mal kurz zurückgehen. Letztes Jahr im Sommer, bevor die nominiert wurden oder bevor sie den Vorentscheid in Island gewonnen haben, haben sie eine Petition unterschrieben, um Israel zu boykottieren. Da gab es mehrere Künstler, also vereinzelte Künstler von Pink Floyd, so ein Gitarrist, der so einer sehr anti-israelischen Bewegung
Bewegung als Sprecher dient, der sozusagen dazu aufgerufen hat. Und die haben das auch auf Island gemacht. Da gab es eine Petition. Dann wurden sie gewählt in ihrem Vorentscheid. Dann haben sie gesagt, na ja, gut, wir fahren natürlich trotzdem zum ESC nach Tel Aviv und nutzen aber diesen Sieg auch, um da unsere Kritik an Israel auf der Bühne in irgendeiner Form zu präsentieren oder eben am Rand. Und was mir Bauchschmerzen bereitet, ist halt diese sehr generalistische Sicht darauf, also in irgendeiner Form anti-israelisch Kritik zu äußern. Das ist mir ein bisschen zu flach. Dann habe ich selber nachgeguckt, was haben die in Interviews gesagt. Die israelischen Medien interessiert das gar nicht so sehr. Die sind da gar nicht so drauf aufgesprungen. Aber sie haben dann in einem Interview Israel im gleichen Atemzug wie Katar und Russland genannt. Und da dachte ich so, naja gut, okay, wenn wir jetzt über Menschenrechte reden und dann Katar und Russland mit reinzunehmen. Katar, ein Land, wo noch die Todesstrafe herrscht. Russland, wo Homosexuelle teilweise auch sich nicht frei bewegen können. Jedenfalls nicht so frei wie in anderen Ländern, zum Beispiel dem Gastgeberland Israel. Dann finde ich das doch so ein bisschen sehr unreflektiert und kurz gedacht und dachte mir, so bevor ich das jetzt so abfeiere, ist das auch gut, so ein bisschen das im Hinterkopf zu haben. Wir wollen jetzt aber gar keine Riesendiskussion draus machen. Man kann das auch auf eurovision.de nochmal lesen. Da haben wir natürlich alles für euch zusammengefasst und dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Aber ja, das war so ein bisschen mein, ja. Was spannend wäre, glaube ich, wenn sie im Interview bei dir sind, dass du da mit ihnen darüber sprichst. Ja, wir werden auf jeden Fall mit denen darüber sprechen. Ich glaube ja am Ende, dass diese ganze Kapitalismuskritik, ja, die sie äußern, das ist ja auch interessant, wenn man guckt, wo die herkommen, ja, so eigentlich aus ganz gutem Hause, kann man sagen. Ne? Der eine Sohn ist ein Botschaftersohn, der andere ist ein Politikersohn, der Vater arbeitet im Außenministerium, der dritte ist Anwaltskind, also kommen so aus ganz gutem Hause und nehmen sich dann so diese Kapitalismuskritik. Ich glaube am Ende ist das ein Riesenprank alles. Ich glaube, am Ende nehmen die uns alle aufs Korn. Guck mal, da sieht man sie kuchenbackend mit Kind. Und jetzt ganz normal. Genau, da haben sie einen Kuchen für den Premierminister gebacken, meine ich. Ja, für den Genau, und jetzt sehen wir gleich noch ein richtig schönes Bild, wie sie im Radio sind. Und da sehen sie einfach aus wie zwei süße Boys. Ja. Meine Güte. Also weiß nicht, es interessiert mich echt sehr, was ihr dazu sagt. Ich glaube, am Ende ist es wirklich eine große Show, Provokation, auffallen. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft. Und was man aber sagen muss, es ist halt nicht billig, sondern es ist wirklich gut gemacht. Ja. So, es ist ein gut gemachter Song. Und das muss man einfach, finde ich, schon anerkennen. Jetzt wollen wir natürlich eure Meinung auch mal kurz vorlesen. Roter Bus schreibt, das Video sieht aus wie eine teure Version von 50 Shades of Grey. Der Song ist aber stark und sticht aus der Masse raus. In meinen Augen ist die Top 10 drin. Ich finde es toll. Und ASC Bang schreibt, oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Anfangs habe ich den Song zwar gehasst, aber mittlerweile liebe ich ihn einfach nur noch. Top 10 dürfte auf jeden Fall drin sein. Interessant, dass es in Skandinavien so Hits gibt wie aus Dänemark mit Love is Forever und dann das aus Island. Ja, weiter können die nicht auseinanderliegen. So, jetzt kommen wir mal zu den Punkten. Ich bin sehr gespannt, Alina, wie viele Punkte hast du denn gegeben? Ja, es tut mir leid. Eine muss ja auch mal dagegen sein. Ja, du hast 3 Punkte gegeben, ich gebe 10 Punkte und ihr gebt Hatari 6,9 Punkte. Smalltalk übers Wetter funktioniert immer. Im Fahrstuhl, auf der Arbeit, bei den Schwiegereltern und natürlich auch beim ESC. Denn neben der Liebe ist das Wetter ein wirklich sehr, sehr intensiv bearbeitetes Feld. Und die diesjährige Wettervorhersage, die kommt aus Estland. Und die sagen eine steife Brise aus dem Norden voraus. Denn Viktor Krohn tritt mit Storm an für Estland. Like this can break a man like this. When it all comes down, we're still safe and sound. A storm like this can break a man like this. And when it all comes down, we'll be safe and sound. We'll be safe and sound, Alina. Also was an diesem, er sieht nicht nur gut aus, die lyrische Qualität seines Songs ist auch gut. Er hat einfach das genommen, was ist, also die besten Wörter, er hat die besten Wörter der gesamten ESC-Geschichte genommen und sie in einen Song gepackt. Das muss man und auch daraus etwas, ja, und daraus etwas geschaffen, was keinen Sinn ergibt, aber
dafür nicht gut klingt. Ich muss mein Schamkissen wird jetzt zu meinem Wutkissen, ja, weil es ist wirklich so schlimm. Es tut mir auch echt leid, aber ich kann nicht anders. Je öfter ich dieses Lied höre, desto das macht mich irgendwie aggressiv. Aber er sieht doch so gut aus. Ja, er ist nett, er ist ein toller Typ, so er kommt gut rüber. Guck dir seine Haare ich an. Finde aber diese und wer die Gitarre hält. Pass auf, und seine Lederjacke. Stefan, warte ab. EDM gepaart mit diesen Country-Anleihen, das löst bei mir so eine Kreuzallergie aus. Ich möchte mich ja nichts kratzen die ganze Zeit. Es ist leider mir irgendwie zu, als würde man zwei süße Getränke zusammenkippen und dann wird es halt leider nicht besser. Was meint das musikalische Tribunal dazu? Hallo. Schlecht sieht er nicht aus? Wunderschöner Mann. Sehr schöne lange Haare. Ich stehe leider auf Männer, die längere Haare haben. Meldet euch. Cooler, junger, gut aussehender Typ, Schätzchen. Das ist so ein Typ, wenn er so ein Date hat, dann sagt er, komm doch mit mir mit nach Hause. Und die Frauen an seiner Gitarre, die im Flur steht, so zufällig vorbeiführt. Und dann sagt sie, was, du spielst Gitarre? Und sagt, ah, was? Ach, das hast du bemerkt. Okay, warte, ich spiele was vor. Und dann plötzlich ist er oben ohne und steht da und singt für die Frauen. Ich würde auf jeden Fall drauf reinfallen. Estland ist eigentlich eines meiner absoluten Lieblingsländer beim ESC. Jedes Jahr aufs Neue freue ich mich über Estland. Ich auch. Und dieses Jahr ist es halt eine schlechte Avicii-Kopie. So ein bisschen erinnert es mich an Avicii. Das ist so das, was Avicii ja vor allem populär gemacht hat. So diese Verbindung aus Country, Folk und EDM ist halt ein bisschen gruselig. Ja, in der estnischen Vorentscheidung gab es ja einen großartigen Song mit wunderbarem Trash-Potenzial. Wo sind die Katzen von Kaya Tam? Also die größte Leistung von Viktor Krone ist eigentlich, dass er gegen Wo sind die Katzen gewonnen hat. Es wäre der einzige Titel in diesem Jahr gewesen, der komplett auf Deutsch gesungen ist. Und stattdessen ist uns Viktor Krone serviert worden. So, jetzt warte ich auch schon so langsam auf eine Steigerung. Der Sturm ist ja relativ lau. Er wird am Ende so ein bisschen stärker bei den Refrains am Ende. Aber ehrlich gesagt, der Song kommt nie so richtig in die Puschen. Und dem geht echt der Wind aus. Also hat Pep. Ich bin gespannt, was er auf der Bühne treibt. Der Hübsche. Habt ihr die Telefonnummer? Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Ich achte jetzt mal nicht auf den Text, weil das ist, glaube ich, egal. Es sind irgendwelche Floskeln zur stürmischen See und so weiter, aber der Typ ist ja auch ganz nett, aber ich kriege da halt irgendwie emotional leider keine hoch. One of the songs that makes me so happy, makes me love Eurovision. I absolutely adore this. Love, 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 love this. This is one of my favorites this year. Ja, also ein sehr schönes Lied, kann ich nie anders sagen. Hat mir gefallen. Bin ich sehr gespannt. Ja, fürs Finale wird es reichen und das macht das Land glücklich, aber mehr ist nicht drin. Wenn ich den auf der Straße sehe, dann sage ich, ach, der ist aber ganz hübsch. Aber ich habe ihn nach 5 Minuten wieder vergessen und so geht es mir auch mit dem Song. Der war blöd. Ja, da geht's endlich mal Viktor Krone, wie es vielen Frauen geht. Er wird immer nur aufs Äußere reduziert. Er sieht aber auch so gut aus. Oh, Stefan, dann darfst du das Interview. Griechischer führen. Gott, was weiß ich. Was meint ihr? Ja. Justice for Taboo schreibt, attraktiver Mann mit einem trashigen Radiohit klappt doch immer irgendwie beim ESC. Love Injected schreibt, Estland kann es besser. Bitte im nächsten Jahr keinen Schweden-Import, sondern wieder was Eigenes. Danke. Ali Abort, generisch unsympathisch, hat leider so gar nichts vom früheren Estonian Cool. Der deutschsprachige Beitrag, Wo sind die Katzen, hätte gerockt. Ja, und Estela Valjoni schreibt, Estland schickt leider billigen Schweden-Pop. Klingt zwar ganz nett, ist aber langweilig, hat man schon 100-mal irgendwo gehört. Wird wohl im Semifinale aussagen. Was sagen wir dazu? Ja. Storms. Don't last forever. Ja, also tut mir leid, Estland. Ich glaube, diese EDM-Country-Geschichte, das kommt bei mir nicht so gut an. Deswegen wird das in Punkten auch nicht besonders prall jetzt. Wird eher ein Silent Storm, glaube ich. Ja, ein kleiner Silent Storm sein. Schauen wir mal auf die Punkte. Ja, Stefan gibt 3 Punkte, ich gebe 2 Punkte. Und ihr überbietet uns. Ihr gebt im Schnitt 5,7 Punkte für Estland. Das Bitteres, ich sehe uns leider im Marina hat es eben auch gesagt, wir sehen uns alle schon im Euroclub diesen Song grölen. Egal. So, kommen wir mal zu einem anderen Song, den wir...
Abschnitt, den man nicht grölen kann, aber der trotzdem ja, sehr eigenartig ist. Beim portugiesischen Vorentscheid, da ist Conan Osiris aufgetreten mit einem Song, den 90% der Zuschauer hundertprozentig nicht verstanden haben und trotzdem haben sie ihn gewählt. Das ist ziemlich respektabel, denn Conan Osiris, das ist ein etablierter Künstler und deshalb ist das, was wir jetzt gleich sehen werden, auch nicht billig oder Kalkül, sondern einfach sehr besonders. Aus Portugal, Conan Osiris mit Telemovege. Quando souber, não diga mais ninguém. Okay, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, wir wissen nicht, was tun sie. Aber irgendwie ist es bezaubernd. Ja. Bezaubernd, ja. Und mittlerweile ist es bei mir tatsächlich auf Heavy Rotation. Ah ja, wirklich? Mhm. Weil das kann ich nämlich, also hingucken, ja. Ich finde ja den Tänzer irgendwie auch aufregender als den Sänger. Aber, und ich dachte am Anfang, das könnte mein Guilty Pleasure werden, aber jetzt ist es irgendwie, ist es 3 Minuten fühlen sich wie eine Ewigkeit an für mich. Was meinen unsere Experten dazu? So was Abgefahrenes zum Song Contest schicken, da muss ich sagen, Hut ab. Ihr habt echt Eier in der Hose. Cool, cool. Ich mag so Sounds, die plötzlich reinkommen und irgendwie eigen sind. So was mag ich total gerne. Kuduro da mit reinbringen, also eine afrikanische Tanzmusikart, die mit westeuropäischer Musik so gar nichts zu tun hat. Aus Portugal kommt der Fado-Gesang. Es hat immer so ein bisschen was so was Melancholisches, so ein Hauch an der Depression vorbei. Immer in die Tiefe gehend, also Portugal ist immer irgendwie spannend. Das ist fast Alice im Wunderland, das sind surreale Bilder. Wie kann man nur ein so abgefahrenes Lied singen, das auch noch über Handys handelt. He wants to use his cell phone, Telemovege, to communicate with the dead, to people who he has loved and who he has lost. The phone is our gateway to so much. Can the phone be our gateway to the afterlife? Ich finde Conan Osiris mega heiß. Is it male? Is it female? Is it intersex? Is it queer? Is it just a life force? Das ist ja auch so ein bisschen heutzutage wieder so ein bisschen Trend, so Ausdruckstanz. Da kann man eigentlich nur fasziniert hinschauen und entweder restlos begeistert sein oder ohnmächtig dahin sinken. Well, is it a zwiebel, an onion? There's so many layers. You keep peeling and at the core you still don't know the essence of Conan Osiris. Der bricht total heraus aus allem anderen und die Bühnenperformance, so wie man sie im Vorentscheid gesehen hat, unterstützt das total. Es hat wieder so ein bisschen was Mystisches, spannend. Es ist Kunst und weil sie Portugiesen sind, finde ich sie eh toll. Mein persönlicher Favorit dieses Jahr. Und ich habe mich auch gefragt, ist das irgendwie cool oder kann das weg? Dass so ein Song im Televoting gewinnen kann, ich glaube, das wäre bei uns nicht möglich. Wirklich Respekt. Wenn einer das tragen kann, Stefan, dann Conan Osiris. Dankeschön, Alina. Sehr gerne. Wie immer. Du bist so wie immer, sehr freundlich charmant. Und zurückhaltend. Entschuldigung, ich habe einfach Hunger, da werde ich immer ein bisschen aggressiv. Bist du aggressiv wegen des Essens oder wegen des Songs? Nee, weil ich zu wenig gegessen habe. Deswegen muss ich jetzt schnell unseren Käseigel hier verputzen in den Pausen. Aber zurück zu Portugal. Ich glaube einfach, dass viele Leute das nicht verstehen werden. Das ist so ein bisschen auch der Australien-Effekt bei mir. Es ist mir dann ein bisschen zu viel Kunst für den ESC. Und in diesen 3 Minuten, dann guckt man hin. Aber wenn man es dann einfach hört, also wenn man sozusagen in seiner Playlist das hat, dann nimmt es mich nicht so mit. Und ich bin mir sicher, dass es auch ein paar andere Experten gibt, die damit nicht ganz so viel anfangen können, oder? Oh Gott, wie sieht er denn aus? Hat er da Sushi an den Händen? Es wirkt halt wie 2 schwule Hühner, die irgendwie über die Bühne springen. Oh Gott! Huch! Ah, schade, hingefallen. Er ist hingefallen! Ich kann damit nichts anfangen. Ich fand ihn am Anfang fand ich ihn auch super kacke. Das ist so ein Song, den musst du ein paar Mal hören, um ihn zu verstehen. Ich möchte diesen Song eigentlich mögen. Ich habe ihn oft gehört, es bringt nichts. Ich glaube, ich bin einfach auch zu doof für dieses Lied. Das ist ja bestimmt super anspruchsvoll und so. Und man möchte auch da sitzen mit der Hand am Kinn und nicken. Ich versuche jetzt wirklich mal zu verstehen. Nein, tut mir leid. Hier, da bleibt die Lampe aber aus. Du. Aber sowas bleibt die bleibt aus, die Lampe. Ist das die Treppe, die sie sich von Cascada ausgeliehen haben? Ich glaube ja. Also da fehlt mir einfach so dieses Eurovision-Song-Gefühl.
Also ich finde ja, das ist ein toller Künstler. So auch, der hat ja so viele Facetten, ne? Also erstmal ist ein sehr interessanter Mensch. Also hat Kunstdesign studiert, hat sich diese Kunstfigur erschaffen, Konar Osiris, nach einem japanischen Manga und dem Gott der Unterwelt in Ägypten. Das ist auch mal eine Kombi. By the way, Ägypten darf auch beim ESC teilnehmen, ne? Machen sie aber nicht, weil Israel teilnimmt. Das ist ziemlich, der Grund? Ziemlich scheiße, muss man sagen. Die Türkei nicht, weil Conchita Wurst teilnimmt. So hat jeder so seine kleinen Feinde in der Welt. Naja, auf jeden Fall, ja, also... Was macht er da? Telefoniert er mit seinem Handy mit den Toten? Ja, das ist einfach nicht so genau. Es ist ihm Astro TV zu teuer? Genau, wahrscheinlich. Er hat ein Abo bei Astro TV und das ist jetzt ausgelaufen. Pokémon zum Beispiel. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Wir gucken mal, was ihr davon haltet. Fire schreibt, ich glaube, meine Gehirnkapazität reicht nicht aus, um dieses Werk zu verstehen. Da muss man sich fragen, ist das Kunst oder kann das weg? Ich finde den Song wirklich ganz schlimm. Alex schreibt, Portugal finde ich furchtbar dieses Jahr. Nur weil etwas außergewöhnlich ist, wird es nicht immer gleich als Kunst bezeichnet. Ist es aber hier absolut nicht. Benji macht einen Island-Portugal-Vergleich. Er schreibt, Island ist gruselig auf geile Weise, Portugal ist gruselig auf furchtbar peinliche Weise. Und ESC Bang schreibt uns, finde es echt mutig, sowas zum ESC zu schicken. Denke auch, dass der Song sich auf jeden Fall qualifizieren wird und dann im Finale in die Top 15 kommt. Well done, Portugal. Ja. Sehr spannend. Es gibt übrigens auch noch einen anderen spannenden Zwischenstand hier in der Sendung jetzt zu verkünden. Genau, Stefan. Wir haben gerade aus der Regie gehört, 1 Million Herzchen habt ihr schon vergeben. Oh mein Gott. Ich hoffe auf die richtige Seite. Ich hoffe, dass ihr auf die richtige Seite geklickt habt, denn wir haben die Seiten getauscht. Oh, das ist aber bitter. 34% für mich, 6. Die brauchst du doch jetzt nun wirklich nicht mehr. Du hast so hoch gewonnen, die letzte Sendung. Bitte. Vielen, vielen Dank. Stimmt weiter für mich ab, weil das ist einfach für uns alle viel lustiger, wenn Stefan irgendwelche peinlichen Dinge tun muss. Und jetzt gucken wir aber erstmal, was für Punkte. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können noch mal gucken. Wir können ein bisschen über ihn sprechen. Ich habe dich übrigens gefragt, was dein Lieblings-Pokémon ist. Und du hast gar nichts gesagt. Nee, weil ich habe gar kein Lieblings-Pokémon. So, soll ich dir eins aussuchen? Ja, weißt du, welches Pokémon du bist? Welches denn? Hydropi. Hydropi? Ist das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Oder Glurak vielleicht? Ja, das musst du selber rausfinden. Okay, das hört sich irgendwie schlimm an. Ich möchte lieber noch mal ganz kurz wissen, was wir an Punkten vergeben für Portugal. Los geht's. Interessiert mich jetzt wirklich, was ihr da gesagt habt. Du gibst 5 Punkte, 8 Punkte von mir und ihr vergebt an Konan Ujirisch mit Televomesh 5,5 Punkte. Griechenland ist ja eigentlich eine sichere Bank. Ach, Stefan, also jetzt reicht's wirklich, du hast genug Punkte jetzt bekommen von unseren Zuschauern. Du bist ja gierig. So, wir reden jetzt über Griechenland. Denn Griechenland ist eigentlich eine sichere ESC-Bank, wenn es um traditionelle Instrumente, um die Reflexion der griechischen Geschichte oder um Songs in Landessprache geht. Aber nicht in diesem Jahr. In diesem Jahr lernen wir von den Griechen zu lieben. Und zwar die Liebe, die uns allen am schwierigsten oder am schwersten fällt, die Selbstliebe. Also aufpassen. Katharine Duska für Griechenland mit Better Love. Mögen wir den Song? Ja, auf jeden Fall. Aber weißt du, was mir gleich aufgefallen ist, Stefan? Till war irgendwie im Sonderangebot im Mittelmeerraum dieses Jahr, oder? Da ist irgendwie noch ein bisschen was aus Zypern rumgekommen. Konzept. Ich finde das Video toll. Ich finde es richtig interessant, auch wie sie so die ganzen Frauen in dem Video inszenieren, wie sie sie inszenieren. Was bedeutet das? Ist es Selbstkasteiung, die sie kritisieren? Oder ist es eben der Mut zur
zum Imperfekten. Ich glaube, die Botschaft ist vor allem dieses, du musst erstmal lernen, dich selbst zu akzeptieren und zu lieben, bevor du das an andere weitergeben kannst. Das ist so das, was ich daraus fühle und was ich rausziehe. Eine ziemlich tolle Botschaft. Und ich finde vor allem diese Stimme so unglaublich. Wenn man sich mal das ganze erste Semi anhört, dann ist das für mich die einzige Stimme, die wirklich heraussticht. Mit also, Victor Korn zusammen. Ja, für dich vielleicht, aber für mich ist das wirklich so. Ja, sie hat eine tolle Stimme und ich glaube auch, dass sie diesen Daimi im Moment schaffen kann. Das war damals so, Heartbeat to the sound of silence. Das kann sie, ernsthaft, das kann sie mit Better Love, Better Love. Sie hat in Holland bei Eurovision Concert so mittelmäßig gesungen, da war sie allerdings auch krank. Mhm. Und eigentlich, glaube ich, kann sie das auf der Bühne schon sehr, sehr fühlen und sehr rüberbringen. So, was meinen denn unsere Experten zu ihr? Nackte Menschen. Ich sehe Nippel. Das gefällt mir schon mal. Mich erinnert das total an Florence and the Machine. Das ist alles Sia. Celine Dion. Also ich kann nicht der Einzige sein, der da irgendwie an Jess Glynn denken muss. Das Schönste an ihrem Lied ist keine Bouzouki. Das ist eine Popproduktion, wie sie heute so gemacht wird, wie es sich gehört. Ganz ohne griechische Folklore, finde ich auch mal gut. Ja, das ist so ein Song, da merkst du jetzt schon, der wird am Ende explodieren. Geile Stimme. This voice is everything. It is deep, it is rich. It's like a Merlot wine, honey. I just want to drink it up. Geil. Die Stimme ist geil. Die auch in dem Song super zur Geltung kommt. Also der ist so geschrieben, dass sie ja diese Dynamik von dem Song voll ausnutzen kann. Und oh, die fühlt's voll. Das finde ich geil. Jetzt muss ich's raushauen, weil sonst war es auch leider eher enttäuschend. Nein! Ach Mensch, da fehlt mir noch was. Der Song geht für mich nicht auf, da ist keine Gänsehaut und das brauchst du so im Song. Der Song hat einfach alles. Nee. Es ist so ein bisschen Drama. Nee. Es ist eine geile Stimme. Nee. Ich bin sehr gespannt, wie es auf der Bühne rüberkommen wird. Dieser Tage ist, finde ich, eine Prognose immer schwer, wenn man so komplett durchgestylte Videos sieht. Also, für uns Mädels sind ja Strumpfhosen jetzt nicht das sexieste Kleidungsstück. Wie so eine Szene aus dem Staatstheater. Toll. Oh, in Rot sieht das allerdings interessant aus. Gerade bei dem Song ist es extrem wichtig, wie wirkt er auf der Bühne. Und sie machen die Inszenierung auch ähnlich liebevoll wie das Musikvideo. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass der richtig weit oben mitspielen kann. Weil das ist auch Juryfutter, nicht nur fürs Televoting, wo Griechenland ja normalerweise weiter oben landet. Sie kommt ja auch gebürtig gar nicht aus Griechenland, sondern hat nur griechische Vorfahren. Sie ist aus Montreal, Kanada. Genau. Canadian Realness. Können wir bitte irgendjemand den Kopf streicheln, während wir diesen Song hören? Das ist einer der besten Popsongs dieses Jahr. Der mit Sicherheit auch endlich mal wieder Griechenland ins Finale bringt. Absolut international. Es klingt sehr professionell. She's thinking outside of the box and then she's setting the box on fire and pouring on gasoline. Also wenn ihr nicht gewinnt oder eine andere Platzierung macht, den kriegt ihr definitiv von mir. Ich finde, das ist jetzt schon ein toller Erfolg für Griechenland. Also man soll ja keine Vorschusslorbeeren verteilen, aber ich glaube, die haben ziemlich viel anders gemacht und die haben da wirklich einen tollen Song und eine tolle Künstlerin an den Start gebracht. Und auch sehr mutig mal nicht dieses Traditionelle und sich mal davon zu lösen, was ja immer auch schön ist. Aber ich glaube, damit hatten sie einfach in den letzten Jahren zu oft nicht so viel Erfolg. Nee, ich finde auch. Ich glaube, Vanity Trash mag sie vor allen Dingen, weil ihre rosanen Haare die gleiche Farbe wie das Tüll haben. Oder unsere Süßigkeiten hier. Nein, aber sie ist wirklich eine ernstzunehmende Künstlerin und ihr seht das auch so. Ja. Dodo schreibt, Griechenland hat nicht zu viel versprochen. Katharine hat eine der besten Stimmen des gesamten Jahrgangs und einen Megasong am Start. Mit einer guten Live-Performance wird sie in die Top 10 kommen. Rudian schreibt, Better Love ist auch arty, schafft es aber auch nicht, mich so zu erreichen wie andere Songs in diesem Jahr. Trotzdem ist es kein schlechter Song, daher gibt es von mir 8 Punkte. Tobi ESC ist richtig euphorisch. Griechenland ist super dieses Jahr. Sehr hochqualitativer Song. Hoffe, dass Katharine Duska mit den hohen Noten live genauso trifft wie im Studio. 12 Punkte von mir. Und Thomas schreibt uns, meine Nummer 1 dieses Jahr. Ich liebe den Song und ihre etwas maskuline Stimme. Vor allem dieses Better Love ist sehr eingängig und hat Ohrwurmpotenzial, wird bestimmt sehr weit oben landen und könnte bei einer guten Bühnenperformance vielleicht sogar gewinnen. Ja. Das ist halt die Frage, ne? Was machen die auf der Bühne? Ist da auch, sehen wir viel Tüll? Sehen wir Menschen in Strumpfhosen? Ja. Wird sie alleine da stehen? Man weiß es nicht. Tänze, irgendwie kann ich mir nicht so gut vorstellen. Ja, da vielleicht ein bisschen also martialisch, eine Menschen, Szene, die stehen die vielleicht, ja, ich hoffe, dass sie schon eine Geschichte erzählen, das wäre toll. Ja, und dieses, was Marcel gesagt hat mit Florence and the Machines, ich finde, das stimmt einfach, der Refrain klingt 1:1 wie Florence.
So, sie hat diesen Vibe, so, dieses gleichzeitig so ein bisschen dunkle, ein bisschen männliche Stimme und dieses Timbre, das ist schon richtig toll. Wenn sie das rüberbringt, kann das ein Gänsehautmoment werden. Also, auch einer, also auch in diesem Jahrgang schon ein besonderer Song, finde ich. Fällt raus. Total. Wir spekulieren ja schon die ganze Zeit über den Finaleinzug. Jetzt wollen wir aber erstmal sehen, wie das punktemäßig denn aussieht bei euch. Bin ich sehr gespannt. Oha, ja, guck mal, da liegen wir alle wirklich mal schön auf einer Linie. Love, Stefan love. Gibt 7 Punkte, ich gebe 8 Punkte und ihr gebt im Schnitt 7,8 Punkte für Griechenland. Wenn die ESC-Gemeinde irgendwann mal einen Propheten braucht, he's the man. Die Love Wave, die Serhat bei seiner zweiten Teilnahme für San Marino entgegenrollt, die ist groß. Und er gibt sie zurück. Be a hero, be a rainbow and sing na, na, na. No matter what you do, love all colors of this life and to yourself be true. Don't forget my number. We'll always tell you life is beautiful and fine. Say na na na. On a dark deserted way, say na na na. There's a light for you that waits, it's na na na. Say na na na. Say na na na. Komm Alina, wir ziehen uns als Bauarbeiter an und setzen uns ins Cabrio und tröten in die Flüstertüte und fahren damit mit der ganzen Bevölkerung von San Marino in... Da brauchen wir auch kein großes Auto. Sehr hart ist wieder zurück. Dann nehmen wir noch das Kind von Valentina Monetta mit. Und yes, mein Gott. Wirklich sexiste Sprechgesang, seit es den Grand Prix gibt. Wahnsinn. Sehr hart zum zweiten Mal dabei. Und ich muss sagen, es riecht vor allem nach Old Spice, aber auch ein bisschen nach einem Finaleinzug. Bin mir da nicht so sicher. Das wäre ja was. Da wäre der Held in San Marino. Auf jeden Fall. Aber ich meine, abgesehen davon, dass... Er ist sowieso schon ich überlege jetzt gerade, wie ich das irgendwie versuche, diplomatisch auszudrücken, dass jetzt dieser Sprechgesang nicht so meins ist. Aber irgendwie hat man noch Spaß dabei, oder? Ach, wir finden es schon. Es ist so ein bisschen Guilty Pleasure-Charakter auf jeden Fall auch. Ja. Ich glaube, es geht auch den Experten vor. Genau. Say na na na. Also, wenn bei diesem Titel nicht ein guter Song bei rumkommt, dann weiß ich auch nicht. Ich bin eigentlich der Vorsitzende in meinem Wohngebiet des Serhat-Fanclubs, das will ich offen zugeben. Der Typ ist eine Schnitte, würde ich mal sagen. Lecker Kerlchen, würde man in Köln sagen. Er sieht besser aus denn je. Was mich bei dem Song als erstes super abholt, ist diese hohe Frauenstimme. Na, 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 na. Ich liebe das. Es holt mich total ab am Anfang. Ja. Es ist wirklich traditioneller 70er-Disco dazu, der mit seinem Sprechgesang hat irgendwas. Es ist nicht Barry White, aber kleiner Versuch. Ich muss ja gestehen, dass ich das jetzt gar nicht schlecht finde. Das bleibt irgendwie im Ohr. Ich meine, der Text ist ja auch relativ einfach. Be the rainbow, be the hero and say na na na. Be a hero, be a rainbow and sing na 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 na. Das ist doch von Ralf Siegel, erzähl mir doch nichts. Das kannst du auch bei 3 Promille in irgendeiner Spelunke noch mitgrölen, also. Na 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 na, das kann man mitsingen, das ist super. Na na na. Na 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 is a battle cry to be happy, to live your life in a beautiful way despite the ugliness around you. Daddy's famous words and I call him daddy. Say na na na. Haben Sie da die gesamte Bevölkerung von San Marino eingeladen? Kommt alle zum großen Musikdreh von Na na na. Unterhaltsam. Ich glaube, das passt besser zu Serhat als sein letzter Versuch, weil er so ist so ein bisschen so ein netter Onkel. Kennt ihr diesen Onkel, auf den ihr nicht so Bock habt beim Familienessen, weil der einfach so komisches Zeug redet und erzählt, was er alles Tolles im Leben erreicht hat und ihr denkt so, ich glaube, die Hälfte stimmt nicht. I wanna be your baby tonight, na na na. Warum lassen Sie den Engel? I will always love your life and this is very good. Wenn du schon halt in einer anderen Sprache machst, die du vielleicht sprichst, dann versuch wenigstens das Englisch so gut es geht rüberzubringen. Die armen Tänzer, die da so mit voller Begeisterung so tun müssen, als wäre das gerade der Song ihres Lebens und tanzen müssen. Die Background-Sängerin. Also das hat ja Unterhaltungswert und ist alles schön und gut, aber halt leider nur ironisch.
Sorry, Meister Popper. Und ich finde auch ganz schwierig, dieses, sobald es so losgeht, dann habe ich so gleich. Nee. Naja, irgendjemand muss ja auch die hinteren Plätze besetzen. Ich wünsche mir schon irgendwie, dass es ins Finale kommt. Unbedingt. Und es ist im ersten Semi, also glaube ich, hat es. Es ist möglich. Es hat auf jeden Fall realistische Chancen. Dieser Serhat muss ins Finale. Man muss Außenseitern eine Chance geben. Ich glaube, da hat einfach Bock drauf. Auf den roten Teppich, auf den Willkommensempfang, auf die Show. Und er macht sich da, glaube ich, einen großen Spaß draus. Er hat, glaube ich, nicht die Erwartung, allzu gut abzuschneiden. Denn das wird er natürlich auch nicht. Ah, wer weiß. Er ist ja auf dem letzten Platz im ersten Semi. Also sozusagen das die letzte Nummer, die gespielt wird. Nein, aber der letzte Platz. Und das kann ja auch ein wirklich guter Platz sein, wenn er als letzter Künstler auftritt. Mhm. Ich glaube, das ist kein verkehrter Platz für Serhat. Aber lustig ist, auch dieses Lied ist ja sehr effizient geschrieben worden. Innerhalb von 5 Minuten in den Straßen Kölns hat Serhat Say Na 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 geschrieben. Und worum geht's eigentlich? Man ruft ihn an, er sagt, crazy. Er sagt, das Leben ist beautiful and fine. We can take it slowly. Interessant an diesem Lied ist, hat Dr. Irving Volta herausgefunden, dass es das Lied ist, in dem ein einzelnes Wort am allermeisten wiederholt wird von allen ESC-Liedern. Und zwar 175 Mal das Wort na. Diesen Rekord hat übrigens vorher Bitty Miss Diego mit Zu Canción gehalten, das immerhin 1979 auf dem zweiten Platz gelandet ist. Naja, dann. Ein gutes Omen für Serhat. Sehr gute Vorzeichen. Ach, Serhat ist einfach eh eine interessante Figur im ESC. Wir haben ihn ja schon mal 2016 kennengelernt, in Stockholm war das. Damals mit I Didn't Know. Und was ich daran interessant finde, ihr werdet euch vielleicht noch an das Musikvideo erinnern, wo er so mit diesem Monokel oder mit diesem Vergrößerungsglas saß. Das sollte ja alles eigentlich eine Parodie sein. Er hat das gar nicht ernst gemeint, das hat aber niemand verstanden. Und dann haben sie sich entschieden, diesen Revamp zu machen und haben I Didn't Know in die Disco-Version verwandelt. Und die gucken wir uns jetzt nochmal an. Was machen Sie, wenn Serhat gewinnt? Das wäre das erste Mal, dass eine ganze Bevölkerung zum ESC gehen könnte. Ja. Ich glaube, Sie müssen eine Zeltplane über San Marino spannen, damit Sie überhaupt genug Platz haben. Oder Sie nehmen einfach Kates Kleid. Und dann Public Viewing. Sehr schön. Hier, ich finde, Hella Fein fasst es am besten zusammen. Sie schreibt, das ist einfach ein richtig schöner, liebenswerter Trash. Ich drücke San Marino auf jeden Fall die Daumen ins Finale einzuziehen und ich hoffe, sie zeigen riesige Serhat-Aufnahmen im Hintergrund, wenn er live singt. Gute Idee für Staging. Anne-Trin schreibt, ich kann mich dem unbeschwerten Charakter des Songs und des Mannes nicht entziehen und die sexy sonore Stimme macht mich ganz wuschig. ESC-Fan-Juror schreibt, beim ersten Mal hören denkt man, sowas von langweiliger Song. Beim zweiten Mal fängt man an mitzuwippen. Beim dritten Mal heißt es nur noch, hey, na, 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 na. Und man muss mitsingen. Finale wünsche ich mir für San Marino. Gute Laune garantiert. Viel Glück. Und Joshua Kanarak schreibt, San Marino spielt mal wieder die Guilty-Pleasure-Karte, anstatt echte Qualität zu bringen. Eingängig und mitreißend, aber irgendwie auch fremdschämend. Ach, für San Marino, die Pleasure-Karte ist schon okay. Ich glaube, die übertreiben das mit Absicht so. Und dann ist es okay. Dann ist es liebenswerter Trash, so wie Hella gerade gesagt hat. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie viele Punkte bekommt Serhat von dir, von euch, von mir? Oh, wir sind uns schon wieder alle relativ einig. 5 Punkte von dir, 5 von mir und 6,6 Punkte von euch für Serhat mit Na, 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 Na. And the doctors always say na na na. There's a life for you that waits, it's na na na. Say na na na. Say na na na. You're not alone, so stand up na na na. Be a hero, be the rainbow and sing na na na. Say na na na. Spanien hat beim ESC ja eine ganz schöne Durststrecke erlebt. Und nachdem dann auch noch die Beziehung von Alfred und Amaya den Bach runtergegangen ist, hat sich Spanien gedacht, wir müssen etwas anders machen beim ESC. Und das machen sie dieses Jahr auch. Das Mittelmeerland beruft sich auf seine Kernkompetenz, Fiesta und gute Laune. Und sie schicken Mickey mit dem Song Lavenda. La venda ya cayó, solo quedó la ley.
Trompete auf meiner Ukulele. Aber ganz ehrlich, es ist ein bisschen spanisches Musikantenstadel, ja. Aber es macht einfach gute Laune. Ich kann mich dem nicht entziehen. Die haben so gute Laune. Sie machen immer einen Salto, bevor sie einen Flyer ankleben. Ach, ja, Stefan, das ist doch nur ein Musikvideo so. Stell dir das doch mal vor auf der großen Bühne. Ich glaube, dass die ganze Halle da ganz schön mitgehen wird. Und ich glaube, auch zu Hause wird man sitzen und irgendwie denken, ach, das ist zwar irgendwie, ich weiß nicht, aber Mist, ich muss mitmachen. Du bist nicht so ein Fan. Was sagt denn unsere professionelle Samba-Truppe dazu? Lavenda Icayo. Meine Mutter ist Argentinierin, die würde jetzt sofort auf dem Tisch tanzen. Guck mal, da werden die alten Schachteln gleich wach hier. Da musst du deine Wäsche dann aber schnell zu aufhängen, genau, oder? Na ja, Party in Tel Aviv. Großartig. Wie geil ist das denn, bitteschön? Wie die da im vorhin schon irgendwie rumspringen. Die Mädels, die ihre Instrumente nicht spielen können, aber es ist egal, weil sie haben Spaß dabei. Ich finde, er sollte sich auf der Bühne auf jeden Fall diese Fake-Band sparen. Also es gibt, glaube ich, eine große Überzahl an Leuten, die dieses Lied eher verspotten, doof finden, trashy und so ein bisschen cheesy. Ja, mit Spanien sind wir so ein bisschen am Ballermann angekommen. Aber der Song ist halt so ein bisschen abgegriffen. Also wenn die Veranstalter vom Kinderfußballturnier in Bietigheim-Bissingen noch einen Song für die Halbzeitpause brauchen, wie wär's hiermit? Bei den vielen getragenen Songs im Wettbewerb ist man froh, wenn man mal so ein bisschen mittanzen kann, mitsingen kann. Und es wird den Erfolg nicht schmälern. Man hat Bock, an den Strand zu gehen und mitzugrooven. Das ist mir total egal, worüber der da jetzt singt. When he says Lavenda, he's referring to the blindfold of prejudice. This could be misogyny, homophobia, it could be any kind of hatred. Protected characteristics. Yes, barrier, bias, he says get rid of all that. When you remove the blindfold, you will see the light and embrace your beautiful life. Meine Cousine wird das mega feiern. Einfach schon, weil auf Spanisch und so. Der macht halt mega gute Laune. Da muss man keinen Schluck Alkohol für getrunken haben. Viele werden das wahrscheinlich auch super nervig finden. Vier Schnaps, vier Bier, danke und dieser Song. Siehst du, es ist doch auch toll, ein Song noch mit Botschaft, mit guter Laune und Botschaft. Guck mal, auch dieser junge Mann hatte verdammt gute Laune beim ESC. Und da wird mich hier auf jeden Fall ein schlechter Song ohne Botschaft. In kleine Fußstapfen treten. Der auch noch schlechte Song war. Ja, reden wir über Micky. Er hat gute Laune, er hat eine gute Botschaft. Und er hat vor allem auch eine Idee, was er auf der Bühne machen will. Er hat gesagt, es soll eine große Party werden in Tel Aviv bei seinem Auftritt. Wir wollen Staubsauger. Wir wollen, was wollen wir alles? Wir wollen Menschen, die Kanonen, Instrumente tragen. Mehr als Rumänien damals mit den Cannons auf der Bühne. Das wäre was. Da wird auf jeden Fall was passieren. Ja. Was ich allerdings so, wir müssen natürlich auch, wenn wir über Spanien reden, ganz kurz auch über Alfred und Amaya reden, über Stefans Lieblingspaar der ESC-Geschichte. Also ich finde, einen kleinen Kritikpunkt an diesem Song gibt es. Und zwar ist es halt sehr gewollt. Und auch die Studio-Version ist einfach so ein bisschen glatt produziert. Und ich finde, da ist es richtig schade, dass man beim ESC nicht live auf der Bühne spielen kann, weil da würde eine Band richtig gut funktionieren. Schlagzeug, Trompeten, Bass, alles. Und da so wirkt es so ein bisschen glatt. Deshalb kann ich Amayas Kritik, denn sie hat den Song kritisiert, auch ein bisschen verstehen, dass man eben nicht 120% das Gefühl hat, aber es geht. Genau, erstmal, was hat Amaya dazu gesagt? Sie wurde gefragt, wie sie es findet und sie sagt, der Song holt sie überhaupt nicht ab, das ist nicht ihr Ding, damit kann sie gar nicht so viel anfangen. Sie wünscht Micky aber viel Glück. Da muss ich sagen, das finde ich ja ganz schön, ich meine, man soll ja seine ehrliche Meinung sagen, aber das finde ich ja erstaunlich von der Vorjahressängerin oder Kandidatin, dass sie da so vom Leder zieht, dem armen Micky gegenüber. Ich glaube, sie ist einfach noch vielleicht ein bisschen, ist sie noch traurig. Ja, wahrscheinlich. Denn Alfred wiederum, der mag Micky sehr gerne. Ja, er hat ja auch dann am Ende, du musst überhaupt mal diesen sehr merkwürdigen Vorentscheid in Spanien erklären, weil er hat den zwar gewonnen, aber das ist ja nur ein Teil dieses Vorentscheids. Er hat ihn erstmal nicht gewonnen. Triumpho. Operation Triumpho. Es ist ja irgendwie so eine große Reality-Show eigentlich und am Ende gibt es dann irgendwie das große Finale von Operation Triumpho und das hat er nicht gewonnen, sondern Famous mit so einem Musical-Hit. Und ich muss sagen, als ich den gehört habe, war ich auch so, wow, das ist ja fett. Aber der Sieg von Operation Triumpho ist nicht der Vorentscheid, sondern der kommt dann nochmal extra. Und da treten dann alle mit ihren eigenen Songs an und hat er eben gewonnen. Und mit dieser positiven, übersprudelnden Laune. Da fehlte Amaya auf jeden Fall, weil sie nicht das Gefühl hatte, dass sie... Genau, sie war nicht da. Dass sie da
Sie hätte sich sonst prostituieren müssen für den ESC. Hat sie gesagt? Nein, aber es ist immer in den Worten von... Interpretation. Nein, das hat Salvador Sobral gesagt. Und das war ein bisschen wenig freundlich von ihm. Ja, das stimmt. Deshalb. Jetzt wollen wir mal hören, was ihr zu Lavender, zu dem diesjährigen Titel sagt. DC Dale T. schreibt, wenn man Icy Otepego, Bailar und Despacito, Entschuldigung, zusammenmischt, kommt das raus. Na danke, nicht nochmal. Oha. Oh. Bei Schweinefall ich die Version aus dem Vorentscheid so toll, so begeistert und mitreißend. Nach dem Revamp ist der Schwung etwas raus. Warum nur? Harriet Krohn schreibt, wenn man auf Anhieb mitsingen kann, auch wenn man die Sprache nicht kann, ist das immer ein gutes Zeichen. Und Thomas schreibt, zwar ein ganz netter Partysong, aber mir geht es leider einfach auf die Nerven. Vor allem in seinem Live-Auftritt klingt er mir eher nach Schreien als nach Singen, wird leider wieder nichts für Spanien. Tja. Punktemäßig kann ich schon mal verraten, dass ich relativ hoch ansetze. Es würde mich jetzt aber interessieren, was du sagst und natürlich, was ihr dazu sagt. Oha. Alina, voll. Ja, natürlich. Man muss auch mal hoch viele Punkte vergeben. Stefan gibt 6 Punkte, ich gebe 10 Punkte. Und ihr vergebt im Schnitt 7,4 Punkte für Spanien. Frankreich hatte dieses Jahr einen der kontroversesten Vorentscheide, und zwar weil Bilal Hassani von der Jury sehr vernachlässigt wurde, aber vom Publikum so absurd viele Publikumsstimmen bekommen hat, dass er jetzt nach Tel Aviv fährt. Und warum? Weil Bilal Hassani nicht nur für seine YouTube-Follower ein Symbol ist, weil er ausstrahlt, es ist egal, was die anderen sagen, es ist egal, wie sehr sie uns hassen, wir können gemeinsam sein, wir können besonders sein, wir können Könige sein. Bilal Hassani, roa. You put me in a box, want me to be like you. Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. At the end of the day, you cannot change me, boo. Alors, laisse-moi m'envoler. I'm not rich, but I'm shining bright. Not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Also ich hatte es schon im Vorentscheid, ich fühle es. Ich habe es in dem Vorentscheid, vom Vorentscheid schon gefühlt und im Vorentscheid auch wenn er sich vielleicht ein bisschen ungelenk bewegt auf der Bühne und auch wenn Bilal vielleicht nicht perfekt singen kann, aber ich finde, es ist halt, es ist ein Statement, es ist von seiner Person, was er ausstrahlt. Darauf kommt es auch gar nicht an, beim ESC. Ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir ist es eher so, dass mich dieser Wechsel, jetzt wenn man aufs Lied guckt, der Wechsel zwischen Französisch und Englisch irgendwie nervt, weil man immer so damit beschäftigt ist zu hören, was hat er jetzt gesungen. Details. Irgendwie nimmt es mich auch nicht so mit. Also ich sehe es eher so im guten Mittelfeld. Und ich glaube, das ist auch nicht so ein Expertenliebling, oder? Frankreich. Hoffentlich mal wieder in Französisch. Das ist, glaube ich, bei denen auch so im Gesetz geschrieben. Jeder ESC-Song Englisch. Es ist Englisch. So ein bisschen Lady Gaga irgendwie von hinten. So eine Mischung aus Conchita und Lady Gaga. Eine Conchita ohne Bart in Blond. Also Conchita war damals, als sie gewonnen hat, die Queen of Europe. Und jetzt kommt Bilal daher und nennt sein Lied Roi. Jetzt sagt er, sie war die Queen und ich bin der König. Er muss halt von der Botschaft, die er transportiert, immer den Vergleich mit Conchita aushalten. In dem Vergleich schneidet er eigentlich deutlich schwächer ab. Ey, weißt du, was ich an dem Song so blöd finde, dann denkst du, ja. Ach, nö. Ist vorbei. Und dann kommt da nichts mehr. Und dann sieht er aus wie so eine Hochschullehrerin. Die Franzosen haben sich dieses Jahr wieder der gleichen Songschreiber bedient wie letztes Jahr. Die waren auch letztes Jahr natürlich die Interpreten, Madame Monsieur. Merci, merci. Und leider finde ich, dass der Song zu dem Interpreten nicht so gut passt, weil Bilal eher so ein schriller Typ ist. Der Song, den er da vortragen muss, wird dieser Persönlichkeit nicht gerecht. Stimmlich ist er, naja. Bei der Vorentscheidung hat er teilweise nicht gut gesungen. Ich hoffe, der kriegt das mit seiner Live-Stimme irgendwie in den Griff, weil sonst fehlt er halt leider
durch. Dieses Lied ist der Grund, warum es Jurys gibt und warum wir sie brauchen. Und dieses Lied wurde Fünfter bei den Juroren. Aber in Frankreich hat Bilal Hassani einfach eine so große Fanschar, möchte ich sagen, durch seinen sehr gut gehenden YouTube-Kanal, dass die Jurys am Ende eigentlich völlig egal waren. Er hat das Televoting so dermaßen gewonnen. Würdest du dazu Wäsche aufhängen? Nö. Ich auch nicht. Oh. Naja, aber ich meine, wenn er wirklich so viele Stimmen bekommen hat, irgendwas muss ja sein. So. Ja. Und ich höre dieses Englisch-Französisch gar nicht mehr. Ich habe mich da schon so dran gewöhnt. Bei mir ist es alles eins im Kopf. Du magst ja auch ihn als Figur. Ich finde ihn auch toll. Ich habe, weil ja auch eben der Conchita-Vergleich kam. Ich glaube nur für mich, der muss noch ein bisschen reifen, ein bisschen älter werden. Der ist ja auch erst 19 Jahre alt. Ein YouTuber aus Frankreich. Das ist auch toll, dass er das gewonnen hat, dass er so viele Punkte bekommen hat. Aber ich glaube, wir würden in ein paar Jahren noch einen viel selbstbewussteren, stärkeren Bilal erleben. Ja, aber vielleicht ist das eben der Weg, den er dahin gehen muss. Und dann tritt er zum zweiten Mal an. Dieser Conchita, Bilal hat übrigens schon als 14-Jähriger unter Conchita-Videos kommentiert, wie toll er sie findet. Ich finde aber, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil Conchita ja mit jeder Faser Conchita war, also ist sie jetzt ja nicht mehr. Und Bilal, der einfach mit Geschlechterrollen spielt, der ist ja immer schon er selbst. Und ich glaube, das macht auch bei Bilal seinen Charme aus, dass er selbst ist, egal wie er sich kleidet und egal welche Rolle er einnimmt. Und ich glaube, dass es da auch unter unseren Experten den einen oder anderen gibt, der das nachempfinden kann. Ich finde, das Lied ist interessant, es ist catchy, es ist gut gemacht. You know what I love? Tell me. Eurovision every year finds that character to champion LGBT causes. Oh, now, yeah. Without a doubt, Bilal Hassani is doing that this year. And taking a lot of shade for it. Bilal Hassani ist 19 Jahre alt und wurde, nachdem er die Vorentscheidung in Frankreich gewonnen hatte, massiv angegangen. Er wurde rassistisch beschimpft und er wurde homophob beschimpft. Also mit dem Hass von Nationalisten und Homophoben in Frankreich, das macht ihn nur noch stärker. Und da muss ich erstmal meine große Solidarität mit Bilal aussprechen. Das sind keine Argumente, die beim Eurovision Song Contest, die irgendwo auf der Welt zählen sollten. Also wenn man sich mit ihm auseinandersetzt, bitte auf einer künstlerisch-ästhetischen Ebene. Finde ich sehr schön, weil es halt einfach auch nochmal dieses Androgyne, wofür ich natürlich auch stehe, auf jeden Fall. Und das finde ich gut. Ja, den würde ich schon unterstützen, weil es der Schwester ist, also ganz ehrlich. This competition is about a lot more than hitting high notes, okay? Mariah Carey didn't win Eurovision, but Bilal has this enormous charisma, which Personalité. People will vote for that. Allein schon durch sein optisches Auftreten wird er die Leute schon ziemlich fesseln und alleine schon deswegen ein bisschen was reißen. So, und weißt du, was ich auch richtig toll finde, dass er dabei ist? In Frankreich hat der Vorentscheid ja auch so ein mittelgutes Image, auch wenn es sich jetzt in den letzten Jahren gebessert hat. Und Bilal schafft es, eine riesengroße Generation auch für den ESC zu begeistern und zu erklären, dass es ein Event ist, was man wertschätzen kann und was einfach toll ist. So. Allein deshalb finde ich es schon gut. So, natürlich, die Jurys mögen ihn vielleicht nicht, aber wenn es so viele Fans gibt, die ihm dann verfolgen, ist das für den ESC eine wunderbare Sache. Ja, und eine Bereicherung in Tel Aviv auf jeden Fall. Ihr habt uns auch eure Meinung zu Frankreich geschickt. Glücksjunge schreibt, ich mag die Botschaft wirklich, finde aber, dass seine Gesangskünste nicht für diese Powerballade ausreichen. Der französische Vorentscheid war dieses Jahr wirklich, wirklich gut und ich war ein bisschen enttäuscht, dass er gewonnen hat. Merci fand ich besser. Niklas Live schreibt, toller Song, tolle Person und ja, ich spreche es aus, auch gute Stimme. Er singt besser, als viele behaupten. Gott, entschuldige, ich lese gerade, MacDoop schreibt, also entweder singe ich den grottigen Song ganz auf Französisch oder auf Englisch, aber dieses Mischmasch ist nervtötend. Ja, ich heirate da einen Seebären, schreibt, es tut mir leid, aber das Lied wird sowas von überbewertet. Es klingt nicht ungewöhnlich langweilig nach der Zeit und kommt wie ein billiger Abklatsch von Conchita Wurst. Höchstens Platz 20 bis 16, next please. Oha, ja, wir haben noch den ESC-Fan-Juror hier in unserer Liste. Leider singt er nicht gut, sein Live-Auftritt ist stimmlich kraftlos und auch wenn ich die Statements der Teufel aber fällt gesanglich leider bei mir durch. Für das Statement 12 Punkte, aber gesanglich nur 2. Schade, Frankreich. Ja, aber das, selbst wenn er jetzt, ich glaube, wenn er jetzt zum Beispiel nicht so gut abschneiden würde, der Auftritt nicht so gut laufen würde, es würde trotzdem irgendwie so, selbst das würde ihn stärken und würde, also selbst da könnte man dann so mitfühlen und der würde seine Community steigern. Ich bin mal gespannt, wie der Song außerhalb von Frankreich ankommt, wo man ihn vielleicht nicht so kennt. Aber ja, es war ja bei Melovin zum Beispiel auch so, der hatte in der Ukraine eine riesengroße Community und hat dann aber zwar ein paar Punkte bekommen, aber ja, dann doch nicht so viel. Ich finde, das kann man ein bisschen vergleichen. Und ich nehme dann an, dass er wahrscheinlich auch ein paar Punkte bekommt, vielleicht von den Jurys ein bisschen vernachlässigt wird und dann auf dem 15. Platz landet. Was aber, glaube ich, für ihn auch schon toll wäre. Kein schlechter Platz ist. Apropos Punkte, Stefan. Ja, dann schauen wir uns mal an.
Du gibst 5 Punkte, ich gebe 8 Punkte und ihr gebt Bilal Hassani mit Roar 6,8 Punkte. So, und wir müssen natürlich auch einen König oder eine Königin jetzt am Ende dieses Songchecks küren. Nämlich denjenigen, der am meisten Punkte von uns und von euch bekommen hat. Es ist ein Herzschlag-Final. Es ist ein Herzschlag. Es ist jetzt ganz knapp. Ganz knapp der Abstand. Ich glaube, so knapp war es noch nie im Songcheck, dieser Abstand, oder? Wahnsinn. Was denkt ihr, wer hat gewonnen? Es ist Micky. 7,7 Punkte. Und der zweite dahinter mit nur 0,5 Punkten Unterschied ist Griechenland. Also ein ganz knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Spanien und Griechenland. Herzlichen Glückwunsch an Micky. Und ich glaub, an diesen sogar Sieg? Nur 0,05. Ach, 0,05 Punkte. Ja, okay, das ist wirklich knapp. Ich dachte gerade hier, naja, 0,5. Nein, 0,05 Punkte ist der Hammer. Ja, so. Ja. Also, vielen Dank fürs Mitmachen, aber wir sind ja noch gar nicht fertig. Es gibt ja noch unsere Herzchen-Challenge, Stefan. Als wir vorhin geguckt haben, lag ich zurück und irgendwie ahne ich nichts Gutes dieses Mal. Ich habe das Gefühl, dass Stefan wieder seine ganze Großfamilie in Bielefeld mobilisiert hat. Mhm. Und vielleicht auch gestern auf der Hochzeit Leute mobilisiert hat. Wir machen es nochmal spannend. Ja, wir machen es noch ein bisschen ich musste spannend. Ja gestern, ich war ja gestern auf der Hochzeit eines guten Freundes und habe diese furchtbare Aufgabe bekommen. Weil du und es war beim wirklich, ersten Mal verloren und, ja, hast. Und ich sollte den DJ überzeugen, Alfred und Herr Mayer zu spielen. Und es war wirklich schrecklich, weil man natürlich nichts lieber macht, als die Hochzeit seines Freundes zu bomben. Und ja. Hast du es geschafft? Schaut selbst. Ja, mach das. Mach das. Das ist das Falsche. Oh, come on. Na, spielt das gleich? Schon eine Stunde rum schon. Gewerde. Ja. Könntest du ihn mal fragen, den DJ, ob er Alfred und Almaya spielt? Ja, klar, gerne. Da müssen wir gleich zu tun. Okay. Hat er nicht. Come on. Nein, hat er nicht. Er hat doch eben gesagt, er kann es nicht abspielen, aber er hat es doch. Er hat es doch. Ist langsam der Moment gekommen, wo ich richtig abgefuckt bin. Okay. Danach. Jetzt ist Feierabend. Letztes Lied. Er spielt es wirklich nicht. Was? Er spielt es nicht. Er spielt es nicht. Jetzt. Ich habe gewartet. Richtig cooler DJ. Den muss man sich merken. Jemand, der schlechte Lieder ablehnt. Er könnte nächstes Jahr für Finnland antreten vielleicht. Oder dieses Jahr. Oder Polen. Nein, es ist ein bisschen spät. Ne? Die Songs sind schon durch. Ja. Oh Mann. Stefan, wollen wir mal gucken auf das Voting? Ich hoffe, ihr habt mir ein paar Herzchen gegeben. Und dass ich, ich hoffe, ihr habt mir noch ein paar Herzchen gegeben. Es geht los. 5, 4, 3. Oh, der Chef so hat doch gesagt, die Bestrafungen wären schlimmer als im letzten Jahr. Oh Gott. Was? Nein. Nein. Oh. Ach komm, nein, das ist doch ein Scherz. Da ist doch irgendwas kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Da ist doch irgendwas kaputt bei eurem Rechensystem. Das ist nicht fair, Alina. Das kann nicht sein. Ich höre gerade, dass alleine Stefan über 2 Millionen Herzchen bekommen hat. Und das finde ich wirklich nicht fair. Ich glaube, ihr verschwört euch und gebt immer für einen Punkt. Ja, ich glaube, die haben sich jetzt alle gegen mich verschworen. Vielen Dank für eure ganzen Herzchen. Wirklich, vielen, vielen Dank. Guck mal, wie er sich freut darüber. Das darf ich mich doch freuen? Das Allerschlimmste an dieser Bestrafung ist nicht die Bestrafung selber, sondern diese diebische Freude von Stefan. So, ja, leg los. Vielen Dank, liebe Familie. Ich habe einen Zettel, einen Umschlag mit dem Adam. Okay. Ich werde mit meinem Anwalt dagegen vorgehen. Alina, in der nächsten Songcheck-Sendung am Dienstag reden wir auch über Italien. Ja. Um dich in Stimmung zu bringen, gurgle mit einem schönen italienischen Chianti 3 Songs der nächsten Sendung, die Stefan erraten muss. Sehr gerne. Ja. Hier live im Studio, da müssen wir aber eine Folie drüber legen. Ich freue mich auf Gurgelei von Alina und
Oh, ich freue mich auch schon sehr auf die nächsten Songchecks. Am Dienstag wieder geht es wieder los. Vorher haben wir noch zwei, drei Sachen, die wir sagen können. Ja, genau. Die wir verlesen können. Ja, also zum einen ganz auf eurovision.de/WhatsApp. Da kann man sich für den eurovision.de WhatsApp-Newsletter anmelden und bekommt alle Informationen, die man zum ESC braucht, super schnell und super akkurat serviert, ohne zu spammen. Und dann haben wir natürlich auch in dieser Sendung einen besonderen Leckerbissen. Alle Lieder, die ihr gerade gesehen habt, alle Länder, haben wir mit einem... Das war eine anonyme Künstlergruppe. Mit einer anonymen Künstlergruppe. Ich weiß nicht. Nachgestellt. Ja, es ist künstlerisch wertvoll. Und ob das weg kann oder Kunst ist, müsst ihr entscheiden. Okay, aus. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Bis Dienstag, 20 Uhr. Ciao.